So, da sehen wir noch mal ein paar Impressionen von diesem zweiten Durchgang. Den Blake ganz klar dominierte, weil auch seine Vorhand jetzt häufiger kam, weil er die Mittel hatte, vor allen Dingen die anzubringen. Will ich sagen, das war eine leichte Übung, aber Carlos Moya hatte eben nicht die Möglichkeiten, dagegen anzufighten. Und ganz wichtig für den Spanier, dass er jetzt optimal reinkommt in diesen Durchgang. Natürlich ist es ihm schon gelungen, fünfmal insgesamt nach einem 0-2-Satzrückstand zurückzukommen. Nur hier und heute gegen Mr. James Blake. Das Fragezeichen ist ziemlich fett, was dahinter steht. Also den Rückhandblocker spielt keiner derzeit besser als er. Vor allem nicht mit einer Hand. Rein ins Feld, kurzer Doppelschritt hier und dann ab dafür. Viel Gefühl bei Moya, guter Auftakt hier in diesem dritten Durchgang. Auch durch den Mann der großen spanischen Grand Slam-Siegern folgte Manuel Santana, Manuel Orantes, Andrés Gimeno, oh, Sergi Bruguera nicht zu vergessen bei den French Open. Fußfehler zum ersten Mal. Hebt ja immer das vordere Bein, den Fuß an, da haben wir es gesehen. Dann doch das Spiel für den Spanier Carlos Moya. Es ist nach wie vor die einzige Partie, die hier läuft. Und neben der Hitze und diesem heißen, also es ist ein richtiger Wüstenwind, gibt es ja derzeit ein großes Problem. Das sind die Buschfeuer in Australien. Und die nähern sich derzeit mit rasender, nicht zu kontrollierender Geschwindigkeit tatsächlich Melbourne. Also das ist auch eine große Sorge, die die Turnierveranstalter haben. Kein Witz. Für morgen und übermorgen ist da einiges fraglich. Also das ist eine Situation,
die haarsträubend daherkommt momentan. Wir werden das für Sie beobachten. Moya muss jetzt alles versuchen. Also der kann eigentlich Augen zu und drauf spielen. Denn was will er jetzt noch lang taktieren? Gerade auf den zweiten Aufschlag muss er raufgehen, so wie er das eben versucht hat. Das Nummer 13 zum wiederholten Male durch die Mitte. Ohne Chance, ohne Möglichkeit auch das Ganze zu lesen. Blake wirft fast immer den Ball gleich. Sein Landsmann Pete Sampras, der ja unlängst bei einer Showveranstaltung mal wieder am Start war, hat das regelrecht geübt im Training. Ballwurf und dann kam das Kommando vom Trainer, wohin er servieren solle. Auch so kann man es machen. Na, der kann auf allen Bodenbelägen gut spielen. Er, der mit 17 Jahren seine Heimat in Richtung Barcelona verließ, weil es dort bessere Möglichkeiten gab. Spanisches Leistungszentrum, auch Hartplätze und Hallenplätze waren da schon eingenordet. Anfang der 90er. Bis dahin gab es überhaupt nichts in dieser Beziehung. Weder Halle noch Hartplatz. Moya führt mit 2:1. Muss er auch. Soeben wurden schon mal die Balldosen geöffnet. Auch das ist die Regel, dass das nicht dann passiert, wenn es neue Bälle gibt, sondern schon zuvor. Gab es ja mal ein Eklat in Wimbledon, da brachte man heraus, Tim Henman hat sich da sehr drüber aufgeregt, dass die Bälle teilweise wochenlang schon vorgelagert wurden. Hier wird es nach diesem nächsten Aufschlagspiel von Blake neue Bälle geben. 1-2 liegt da hinten, 2-0 nach Sätzen vor. Ja.
gefährlich für Blake. Oh, bei 2-0 Satzführung hier jetzt zu versuchen, eben die Konzentration zu bewahren. Gerade gegen einen Mann wie Moja, der in seiner Karriere über 500 Matches gewonnen hat. Das ist eine großartige Zahl, aber ist eben auch schon ein paar Jährchen dabei. Game Blake, new ball. Blake holt sich das Spiel. So, und jetzt gibt es wie versprochen also die neuen Bälle. Man rechnet ja eben die Einspielzeit mit ein, deswegen da nach dem 7. und dann eben nach jedem 9. Spiel neue Kugeln. Werden hier auch in einem speziellen Raum gelagert, genauso wie bei den anderen Grand Slam Turnieren. Sind am Anfang sehr hart, einige Spieler haben das betont, lassen dann ein bisschen nach und werden dann ja so richtig flauschig, weil sie relativ viel Filz haben. Großer Sport von James Blake, der mittlerweile sowohl auf der Rückhand wie hier als auch auf der Vorhand die Möglichkeit hat, aus dem schnellen Ballwechsel heraus zu kontern. Blake war ganz zufrieden damit, dass das Dach hier geschlossen würde, denn das ist wie ein Hallenspiel. Da ist der Platz noch mal ein bisschen schneller. Bälle springen auch nicht ganz so hoch ab. Das ist eben genau der Grund, warum Nadal lieber draußen gespielt hätte, wo es vom Tempo dann ein wenig ruhiger zur Sache geht und der Spin, auch weil die Bälle wirklich sehr heiß sind, eben noch mehr aufgeht. Don't 207 km/h. Tolle Reaktion von Blake. Boah, haben Sie das gesehen? Fast ein Durchschuss auf den Körper. Und dann dreht er sich ab hier. Sagenhaft. Immerhin, Moja bleibt in Führung. An seine Chance glaubt er allemal. Warum sollte er auch nicht? Was allein heute hier passiert ist bei den Matches, das ist Grund genug dafür. Traditionell wird James Blake zu den auffälligsten Erscheinungen von der Optik her gewählt hier bei diesem Turnier. Das erscheint dann in der ersten Woche wieder in einer der Zeitungen hier. Da ist Damenwahl sozusagen angesagt. Und Damen ist das Stichwort. Da tut sich was. In der Tat, die Damen sind beim Warm-up. Das ist Alicia Molik.
Die ganz Große hier in Australien, die eine Leidenszeit hinter sich hat. Dazu werden Sie dann mehr hören, wenn wir Ihnen gleich dieses Spiel hier gegen die Nummer 1 aus Taipei näher bringen werden. Zurück zu ihm, zu Carlos Moya. Ja, beim Thema weibliche Fans, das gilt natürlich auch für ihn. Wurde schon in mehreren Ranglisten auch ganz weit oben geführt. Der Spanier, der mal in einer Zeitschrift zu den 50 attraktivsten Männern gewählt wurde. Der Welt übrigens. Im Mai 99 war das im US-Magazin People. Da war Blake auch schon drin. Der hat mal früher gemodelt. Serviert jetzt. 2-3. Wieder das Beispiel. Genau das meinte ich. Wie immer entscheidet sich Moya, ganz früh rüber zu gehen, und das erkennt Blake. Und dann sieht man alt aus. 16 Asse mittlerweile. Der scheint nicht mehr in Ordnung zu sein, der Ball. Mal, da wird er überrascht, wollte erst vorgehen, sieht dann, dass der Angriffsschlag zu kurz ist und deswegen wieder ab nach hinten, sehen wir gleich nochmal, und dann ist er irgendwo im Niemandsland, da wo man nie stehen darf, zwischen T und Grundlinie. Und es gibt die Quittung. Aber es gibt auch das 17. Ass und es bleibt dabei relativ wenig Probleme. Nur einen Breakball musste Blake abwehren. Auf der anderen Seite gelang es ihm zweimal, das Aufschlagspiel von Moya zu gewinnen. Bei 4 Chancen zweimal zugegriffen. Gutes Winkelspiel, clever eingesetzt von Blake. Ja, Bernardes hat das sofort bestätigt. Es ist wichtig, dass ein Schiedsrichter auch deutlich zeigt, dass er da voll auf der Höhe ist.
Sind übrigens auch zwei Referees zuständig für dieses Hawkeye, also dieses ganz spezielle System mit 8 extra Kameras für diese nachträgliche Überwachung. Gut. Fans hat er genügend hier, die wollen mehr sehen von der Partie. Achtes Ass für Moya, es bleibt dabei, er führt in diesem dritten Satz beim Wechsel, in diesem Fall mit 4-3. Es ist kein Überniveau, das wir hier sehen, aber mehr als grundsolide von James Blake. Ist natürlich eine komische Situation, dass die beiden sich hier kurz nach ihrem Finale von Sydney wieder gegenüberstehen. Blake ist bisher schon souverän unterwegs. Er, der seit seinem 12. Lebensjahr von Brian Barker trainiert wird, hat noch einen Fitnesstrainer, Mark Mörklein, mit dem er früher Doppel gespielt hat. Mama ist ja Engländerin. Und er hier wuchs in sehr, nur man kann sagen, beschaulichen Verhältnissen auf. Seine Eltern hier lernten sich, er hat mehrere Halbbrüder und Halbschwestern noch, aus der ersten Ehe seiner Mama. Die lernten sich auf einem öffentlichen Tennisplatz kennen, das ist ja gang und gäbe in Amerika. Da gibt es ja die tollsten Aktionen, ganze Packages mit einer freien Trainerstunde, mit einem Tennisschläger und einem Set Bälle für ein paar Dollar. Gab sogar mal eine Schlägerfirma, die bei Misserfolg das Geld für einen Tennisschläger zurückgeben wollte. Unglaubliche Aktion. Und im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat er einen tollen Aufstieg hinter sich. Und viele sagen, es wird so weitergehen. Ein Roger Federer schätzt ihn in diesem Jahr ganz hoch ein. Genauso übrigens wie die Nachwuchsleute Murray und Djokovic. Nadal sowieso. Hat er nicht voll getroffen. Klar war die Lobvariante die Linie entlang richtig. Wann schnuppert Moya mal an einem Breakball? Das letzte ganz glatte Match, also ohne dass einer der beiden einen Satz gewinnen konnte, gab es beim World Team Cup auf Sand in Düsseldorf 2003. Da gewann Moya in 2.